Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Nillin hat offensichtlich schon gar keinen Bock mehr, hier auf meine Ansage zu warten. Die will direkt loslegen. Dabei habe ich doch noch so viel zu erzählen. Aber mir fällt gleich garantiert wieder irgendwer ins Wort. Oder es kommt eine Cutscene. Oder beides ist falsch. Super. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Na gut, wenn sie das sagt, dann kann ich auch quatschen. Wir haben ja in der letzten Folge Olgas Erinnerung manipuliert. Und zwar so, dass sie glaubt, dass ihr Mann... Seh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. So, wir waren dabei, Olgas Erinnerung zu remixen, so dass sie glaubt, dass ihr Mann im Krankenhaus gestorben sei. Und dann hat sie uns hier abgesetzt mit den Worten, sorry, ich kann dir nicht weiterhelfen. Muss ich überhaupt hier lang? Nee, ich kann nicht. Ich kann dir nicht helfen, ich habe Family Business zu erledigen. Aber führt das nicht automatisch zum Konflikt, wenn die Family Business zu erledigen hat? Zu spät. Oje. Oje, tut mir sehr leid, Madame. Hey! Na. Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein! Hey, alles okay! Tut mir leid, okay? Wenn du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Guten Tag. Ach, endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Oh mein Gott! 20 ganze Minuten! Was habe ich denn da vorne gesehen? Egal. Ganz kurz, bevor ich in die nächste Zwischensequenz renne. Ach, jetzt quatscht der hier. Kann ich hier noch rein, ohne dass was passiert? Ja, sehr gut. Olgas Familie weiß doch gar nichts davon, dass ihr Mann tot ist. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch eine. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Oha. Okay, Patrouille 17. Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Abholung im Gange? Na, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, Mädels. Hallo, darf ich mich bewegen? Ah. Wenn das Angriffssymbol über einem nahen Feind auftaucht, drücken Sie einfach Leertaste, um über den Gegner zu springen, den Sie angreifen. So können Sie Ihre Kombos fortsetzen. Ah, jetzt. Ja gut, das machen wir nochmal. Zack, zack, zack. Zack. Oh. Möchtest du das nochmal umkippen? Achso, er ist schon hier. Zack, ins Knie und bam, in die Fresse und bam. Ah, sehr schön. Führen Sie genug Kraftimpressions gegen Enforcer aus, um Vernichtungsschläge auszulösen. In Klammern, Überlastungen. Danke. Das probieren wir doch gleich nochmal. Zack, 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 zack. Und du kriegst noch ein paar auf die Nüsse. Und dann hier in den Rücken. Und schön. Au. Fuck yeah. Du hast auch noch ein paar Backpfeifen bestellt. Auch wenn wir dir mehr auf die Brust hauen, weil wir so klein sind. So, und hier auch nochmal. Und boing. Gute Nacht. Schlaf schön. So, Problem gelöst. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Und hier war noch eine Erinnerung. Sind direkt da oben. Naja gut, jedenfalls, wenn Olga ihrer Familie erzählt... Ach, sehr toll. Meine Güte! Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Die Uniformierten? Saber-Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ach, das war jetzt Ordnungskräfte mit Gefühl. Oh, mit Gefühl. Oh, und wir haben eine neue... Ah, sehr schön. Wir können ins Menü und wir können dabei was Sinnvolles tun. Und ich kann dabei ein bisschen erzählen, nämlich... Die meisten werden es jetzt wahrscheinlich schon selbst gerafft haben, worauf ich hinaus will. Wenn die ihrer Familie sagt, hey, wir müssen uns um die Beerdigung kümmern und die dann sagen, hey, was denn für eine Beerdigung, spinnst du, Mädel? Dann könnte das unter Umständen auffallen, dass er nicht wirklich tot ist und dann wird sie sich eventuell ein paar Fragen stellen.
Wieso können wir... Ach so. Jetzt. Warum denn ihre Familie nichts davon weiß, obwohl er doch vor ihren Augen quasi gestorben ist. Und damit sie eventuell auch eins und eins zusammenzählen können. Sie ist hier irgendwo. Oh, oh. Alles durchsuchen. Nee, bitte nicht. Bleibt einfach da unten. Ich kletter hier oben rum. Das ist schon in Ordnung so. Müssen wir hier rüber? Ja, offensichtlich. Ach nö. Ach nö. Ach Leute. Lass mich doch hier einfach rumhüpfen. Ich bin eine ganz normale, durch die Gegend hüpfende Bürgerin. Aha. Sensen-Raserei. Nillen erinnert sich an eine neue Spezialimpression. Die Sensen-Raserei ermöglicht es Nillen, von Gegner zu gleiten und jedes Mal härter zuzuschlagen. Unterbrechen Sie nicht den Fluss. Drücken und halten Sie Q, um das S-Impressionrad zu öffnen. Q. Halten Sie Q gedrückt und drehen Sie Maus wahrscheinlich. Drehen Sie Maus und markieren Sie die Sensen-Raserei. Drücken Sie linke Maustaste, um die Sensen-Raserei zu aktivieren. Alles klar. Sag mal. Nicht Wu, erstmal wieder lesen. Während der Raserei setzt Nillin keine Kombos ein. Drücken Sie einfach linke Maustaste oder rechte Maustaste, um Treffer zu verketten. Je länger die Raserei-Kombo, desto mehr Schaden richten die Treffer an. Gut. Links, rechts, links. Ach so, jetzt sind wir wieder aus dem Kombo-Modus raus, oder wie? Ah ja. Die Zahl, die über dem Raserei-Symbol angezeigt wird, ist die Aufladezeit. Das ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie die Raserei erneut einsetzen können. Sprich, für Gamer Cooldown. Na. Wartet er jetzt eigentlich so lange da, bis ich mit dem anderen hier auch fertig bin? Offensichtlich. Gut, dann erst du. Zack. So. Und der nächste bitte. Bang. Und auch nochmal Overload. Ups. Gute Nacht. Oh, noch mehr Freunde. Ist dann irgendwann auch mal genug, oder? Eine neue Impressionklasse ist verfügbar. Drücken Sie Tab, um das Sensor-Menü aufzurufen. Yay. Eine neue Impressionklasse ist verfügbar. Indem sie Auflade-Impressions ausführt, reduziert Nillin alle momentanen Aufladezeiten ihrer S-Impressions. Dies ist eine einfache Möglichkeit, ihre Sensen-Raserei schnell wieder einzusetzen. Verwenden Sie diese neuen Impressions, um ihre Combo anzupassen. Ihre Combos anzupassen. Meine Güte. Ich wollte mich gerade noch über die leicht asynchrone Vertonung beschweren und kriege jetzt hier selber keinen zusammenhängenden Satz raus. Ich dau. So, drücken Sie Tab, um das Sensor-Menü zu verlassen. Gut. Rechts, 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 rechts. Aua. Bei diesen Rechts-Links-Kombos kriege ich es nie gebacken, vernünftig auszuweichen. Da reicht mein Multitasking einfach nicht für aus. Oh, aber wir brauchen Heilung. Oh. Eigentlich wollte ich nicht ins Menü, aber ist in Ordnung. Wir machen mal hier noch einen Heilungsschlag mit rein. Beziehungsweise, ich weiß nicht, kriegen wir Heilung durch die Raserei? Ah, war ich doch ausmeldet. Okay, wir müssen jetzt leider raus, ganz kurz. Oh Gott. Nein! Oh, kann doch nicht wahr sein. Da haben die uns tatsächlich umgehauen. Jetzt müssen wir den ganzen Quatsch nochmal neu machen. Jetzt kriegen wir aber nicht nochmal die ganzen Infos. So. Wenn doch, dann muss ich die leider skippen. Alter, jetzt reicht's ja doch mal. Ist denn mein Impressum nicht genug Fokus? Hä, wieso das denn nicht? Ich dachte, das ist nur ein Cooldown. Ja gut, dann mache ich halt hier, warte mal, dann machen wir, dass das ein bisschen schneller geht. Machen wir den da rein. So. Ja, das sollte erstmal reichen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Haben wir jetzt genug? Oh. Der ist ja schon wieder ready to go. So. Hauen wir den weg. Baum. So. Haben wir jetzt genug hier? So, Sensen-Raserei endlich. Los geht's. Flügelpower.
Ah, das sieht ja einfach schon ganz schön gut aus. Oh, jetzt sind wir aus dem Rasereimodus schon wieder raus. Oh shit, ich glaube, ich muss die Combo hier direkt... Sorry, dass ich hier so häufig ins Menü muss, aber ich habe den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgestellt, dass es nicht so ganz einfach ist. Das macht sich leider gerade ein bisschen bemerkbar. Aber wir wollen ja auch nicht auf Script Key, die nennt sich die leichte Schwierigkeitsstufe. Ich finde diese ganzen Anspielungen an die Internetbegriffe sehr putzig. Bad Request, hier Firewall, Script Key, die hast du nicht gesehen. Finde ich sehr cool. Ich komme ja selber aus dem IT-Bereich, von daher finde ich das natürlich besonders dringlich. Achso, sind wir jetzt hier schon wieder ready? Oh ja, offensichtlich, sehr schön. Dann hier direkt mal in den Raserei-Modus und auf die Schnüss. Zack, voll drauf und der nächste Level auch direkt und du und hier und du auch und zack. Das ging jetzt schnell. Das ging jetzt echt schnell. Krass. Also der Raserei-Modus, der kann einiges an Damage. Mann, Mann, Mann. So. Alle hopp. Und jetzt zügig. Und jetzt zügig. Und jetzt zügig. Und jetzt zügig. Schnell, 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 schnell. Spring. Oh, close. Wenn man nämlich da dran hängt, während es sich dreht. Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Oh, mein größter Fan. So, Sand haben wir in allen Büchern ihr Paris kostenlose nanomedizinische Dienste an, drücken sie hier, um sich zu heilen. Yay! Cool. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Half-Life 2. Oder Half-Life 1 auch schon. Oh oh. Na? Wer seid ihr denn? Hallo, können wir hier runter? Oder rum? Ach nee, darüber muss ich. Mein Gott, da sind doch orangefarbene, auffällige, mehr oder weniger auffällige Pfeile im Bild. Lass mal einfach nur mal hingucken. Jetzt da oben. Alles klar. Ist das... Sekunde mal ganz kurz. Ist das Olga? Könnte Olga sein, auf dem Graffiti da rechts. So, alle hüpf. Oh. Wie kommen wir jetzt hier weiter? War das richtig? Offensichtlich. Das war nämlich auch wieder so eine Timing. Du bist fast in der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Ein Haus für alle. Hier geht einfach mal so die Tür auf, damit wir hier durch können. Sehr freundlich, sehr... Da grapscht mir die Zwischensequenz einfach mal in meine eigene Maussteuerung rein. Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie, das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Katia Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Eine strahlende Zukunft. Kann mir mal jemand sagen, wo das hier sein soll? AD. Es lebe La Commune. Sehe ich jetzt persönlich nicht, muss ich zugeben. Ah, da, AD. AD, das ist so schade, dass wir diesen Setpatch jetzt nicht finden. Kein Umtausch, keine Erstattung, aber 30% Rabatt, das ist ein Deal. Fahrstuhl inaktiv. Da ist schon der Typ. Jetzt ist die Frage, ist dieser Setpatch, den wir denn... Ich kann die Maus gar nicht von ihm wegdrehen, es geht nicht. Das Spiel will, dass wir zu ihm gehen. Na gut, dann machen wir das mal. Nellen die Jägerin. Ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach.
Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Klingt das irgendwie nur in meinem versauten Kopf irgendwie zweideutig? Naja, tut mir gefallen. Außerdem brauchen wir die Infos. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Thron vorbei, durch die Komfortburg bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenzen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen. Besser wäre es vielleicht gewesen. Tür ist mein größter Fan. Eine Reminiszene ist eine virtuelle Projektion einer digitalisierten Erinnerung, die in Echtzeit durch erweiterte Realität dargestellt wird. Drücken Sie E, um sie zu aktivieren. Alles klar, dann mal los. Hallo Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Sie können anhalten und eine Reminiszene reinitialisieren, indem Sie E in der Nähe Ihres Aktivierungspunkts drücken. Alles klar. Dann wollen wir hier mal zur nächsten. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Wir treffen uns gleich drüben, denn wir haben die 15-Minuten-Marke schon wieder geknackt. Und bevor wir hier zu sehr überziehen und wir Ärger mit der Produktionsleitung kriegen und so weiter, hier bitte mehr Bullshit einfügen, bla bla bla. Machen wir jetzt hier mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns morgen wieder, 19 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Oh, jetzt war ich zu langsam, zu viel gequatscht. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen.